Hallo und willkommen zurück zu Dead Space. Wir haben die optionale Mission hinter uns gebracht. Und gehen jetzt zur Terra Nova. Sie haben die gespeicherten Aufzeichnungen gefunden. Was steht drin? Nur, dass das Shuttle außer Betrieb war. Sie wollten es aufschlachten. Super, also weiß niemand, was genau ist. Es muss irgendwo noch detailliertere Aufzeichnungen geben. Ich sehe mich mal im Schiff um. Wir werden sehen. Neuen Anzug haben wir ja nicht. Wegwerf. Oh. Okay. So, sind wir jetzt hier bei Damen in der Wäsche? Ich glaub's nicht. Warte mal. Die dreht mir nochmal in die Eier. Dass du ja nicht aufstehst. Achtung! Energiereserven sind auf Standby. Frachtfunktionen sind offline. Schiffsrekorder ein. Alle bereithalten für Drosselung. Okay, Edwards, es kann losgehen. Verstanden, Belle. Auf der Brücke heißt das für dich immer noch Commander. Schon klar, Schätzchen. Retroschub aktiviert. Wow, ruhig, Brauner. Das Lochboot hat angelegt. Vielen Dank, dass Sie mit der Terra Nova geflogen sind und willkommen am Arsch des Universums. Okay, Leute, Beeilung jetzt. Sikorsky, du rufst Admiral Graves. Kettle, du meldest dich bei Cargo ab. Das ist jetzt deine Show. Setzen wir die Schiffe ab. Aufnahme Ende. Okay, dann können wir eigentlich mal vorlesen. Officers Log, CDR Valerie Dietz. Heute riss die Wolkendecke auf und wir setzen die CMS Grosser ein, um die Gelegenheit zu nutzen. Während des ersten Überflugs erspähte die Crew eben mitten eines zerlüfteten Grader eine ungewöhnliche Felsformation. Lieutenant Midlife konnte Bilder von einer Reihe schneebedeckter Obelisken nahe der Spitze machen. Das Anordnen war chaotisch, wie man es auf einem solch stürmischen Planeten auch erwarten würde. Aber die Größe und Form sind nahezu identisch, wie zwei ineinander verflochtete Ranken. LCDR Busby litt während des Flugs unter spontan auftretenden Kopfschmerzen und verminderter Sehkraft, deswegen er vom Dienst befreit werden musste und sich später einer medizinischen Untersuchung unterziehen wird. Ja. Jetzt ist es ein bisschen ein Rocksong. Ganz so langweilig. Das ist ein Textlock, oder? So, und hier. Beginn der Aufzeichnung. Okay. Is it here, Sam Kettle? AMD Grace fordert den Versuchsobjekttransport von Planeten an. CMS Grosser und CMS Franklin sind unterwegs. Was zum Teufel geht hier vor? Wir sind ein Versorgungsschiff, kein Zoo. CDR Valence Deeds, Transport bestätigt. Sorry Sam, wir sind die Hände gebunden. Sehen wir einfach zu,
dass das Zeug auf den Laderaum beschränkt ist, verdoppelt die Quarantäne-Checks. Ende der Aufzeichnung. Da hätte man damals vielleicht sogar noch einen Teil rausbringen können, was da auf den Planeten und mit den Raumschiffen hier passiert ist und so weiter. Aber okay. Ach, hier haben wir noch was. Dann hacken wir mal die Sache her. Asek hier. Sieht aus, als wäre unser Shuttle hinten im Schiff. Ich aktualisiere jetzt unsere Ortungssender. Ich will nur hören, dass es uns zum nächsten Raumfahrtweg bringt. Wenn wir es wieder flott kriegen. Laut Diagnoseprogramm ist es ein Schrotthaufen. Wir kriegen es doch wieder flott, oder? Überall um uns herum sind Ersatzteile. Ich bringe die Kiste zum Fliegen. Na klar. Das kriegen wir hin. So, das dachte ich, der Mann, das ist sarkastisch. Ja, den Stuhl wollte ich nicht. Aber da. Wer stellt den Drecksflipper so laut, Alter? Du willst mir die Kugeln fressen lassen. Vom Flipper. Okay. Okay, was ist da hinten? Was denn? Hau ab! Kein Knutsch beim ersten Date! Geh weg! Außerdem stinkst du aus dem Maul wie ein Posen, Arsch! Mann, Mann, Mann! Kein Respekt, die Leute! Schild! Ich muss aber nachladen. Weißt du, frech warst. Himmel, Herrgott. Okay, da geht's runter. Gibt's da noch irgendwie irgendwas da oben? Noch irgendwie was? Da geht's nicht raus oder rein oder rüber. Da gibt's auch noch so viel. Huch. Wow. Ein kleines Gürteltierchen. Könnte noch nützlich sein. Das wird jetzt echt wieder rumdrängen am Handgelenk. Wird mit der Zeit schwer, oder? Nehmen wir mal das Zeug her. Ne? Sehr schön. Wo müssen wir da überhaupt hin? Da ist noch was. Aha. Na gut. Dann such mal. So, haben wir hier alles gesammelt? Ja, ne? Sieht fast so aus. Hoppala. Moment, vielleicht sollten wir das mitnehmen. Wie wir das mitnehmen sollten. In die Eier drehen, aber wenn es keine mehr hast.
Wer war das jetzt? Wer will das? Gib mir Ruhe, ich muss rauf. Ich hab Zeit für dich. Moment. Was? Nein! Was? Der lebt noch? Alles gut. Da ist eine Bank. Da sind Horrorspinnen. Was denn? Alter, geht's noch mal was? Okay, was haben wir hier? Ein Textlog. Beginn der Aufzeichnung. Terra Nova. LJG Charles Sikorsky. Sam, das musst du dir ansehen. Hab dieses Bild von Tim Kaufmann vom Planeten bekommen. Es ist das, was ich denke. Sam Kettle. Was denkst du dir eigentlich? Der Captain wird ausflippen, wenn sie rauskriegt, dass du einfach so geheime Info verbreitest. Charles Sikorsky, glaubst du, das ist der Grund, warum sie uns alle hierher brachten? Sam Kettle, halt dich da raus, Sikorsky. Glaub mir, je weniger du weißt, desto besser. Ende der Aufzeichnung. Jetzt will ich aber wissen, was das für Bild ist. So, haben wir irgendwie was? Ja, einmal Feuerrade. Das bringt natürlich gar nichts. Moment. Machen wir es mal so. Sind schon voll? Okay. Dann... Ab. Nein. Dich wollte ich nicht drin. Ich denke mal, man muss bestätigen. Weg, weg, weg. Und den Rest verbrauchen wir dann wahrscheinlich schon. Halt, Moment, 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 Moment. Ich hab was vergessen. Vielleicht kann man ja... Nein, uns fehlt Wolfram. Das untere Tool, das bringt gar nichts, weil... wir haben ja nichts, wir haben bloß das obere in Benutzung. Hat sich das jemand fragt? Kleiner Mistkäfer hier. Und wir können natürlich keine eigenen Waffen bauen. Wir müssen Baupläne finden. Wir spielen hier Klassik. Hey, Moment, man hätte doch über alles reden können. Huh. Was soll denn die Scheiße hier? Mach mal auf. Hey, hab ich nicht mal gesagt. Kein Knutsch mal am besten Date oder so. Was denn, ey? Eieieiei. Geh doch weg jetzt. Du stinkst wie die Sau.
Darf ich jetzt wusste, dass mir die ganzen Heilungen wegbringen, ja? Naja, fast. Okay, was haben wir hier? Einmal nachladen, plus einmal Schaden. Wie viel? Zwei Clips, ne? Das wäre ein wenig hart, oder? Alles locker aus, hallo! Warte mal, ich kaufe mal ein paar Munitionsclips. Geh weg hier! Mach doch mal die Türe auf, denn ich komm in Dauerlauf. So. Heilige Bonaden. So. Munitionsclip. So, Jungs, jetzt können wir drüber reden. Jetzt habe ich ja Munition. Ah, wie war das jetzt? Wer wollte was? Stress? Willst du was? Auch nichts. Interessant, man braucht bloß wieder rausgehen. Bitte melden Sie sich bei Cargo Operations, um das Hindernis zu beseitigen. Natürlich. Leute, irgendwas blockiert das Bahnsystem. Cargo Ops sollte in der Nähe sein. Man kann die Schienen von dort aus sehen. Danke, Buckle. Ich sehe mir das mal an. Okay. Alter, mal auf doch! Seid ihr tot? So. Ist da noch so ein Wohnumansatz? Ja. Okay, sicherheitshalber schießen wir nochmal drauf. Was? Ersatzbox? Mit Ressourcen? Mir fällt wirklich im Aufzug so Laufbodenmusik. Das war nicht gut. Hey, Commander. Bist du da? Wenn es um die Cryokisten geht, dann vergiss es. Cryokisten? Das sind Särge-Deeds. Sie frieren unten auf dem Planeten Soldaten ein und lagern sie in unserem Frachtraum. Was soll das? Du weißt, ich darf nicht drüber reden. Valerie, du schuldest mir was. Schon vergessen? Hey, ich weiß auch nicht viel mehr als du. Diese Ausgrabungsteams schicken sie in dieses gottverlassene Loch cool. Und... Wenn sie zurückkommen, dann stimmt da was nicht. Verstau sie einfach irgendwie, okay? Mann, das Nütze im Nacken. Okay. Aber das wird nicht gut enden. Denk an meine Worte. So, jetzt haben wir 12. Ah, schon mal was wert. Okay. Ich sehe das Problem jetzt. Jemand hat einen Haufen Frachtstücke auf den Schienen vergessen. Kannst du sie wegräumen? Sollte ich schaffen. Ich komme so oder so zu diesem Shuttle in der 8. Sektion. Okay. Na, dreh dich halt. Was ist... Hallo?
Okay. Nee, oder? Warum muss man das alles zusammenpuzzeln? Das verstehe ich auch nicht so ganz. Alt Quatsch. Was macht er nicht jetzt? Moment, das ist doch schon richtig. Wie viel denn noch von dem Scheißdreck? Das sieht aber nicht freundlich aus da drin. Hallöchen. Das ist ein Regenerator, oder? Achtung! Frachtfehler in Bucht 4. Isolierungsstörung registriert. Biologische Anomalien vorhanden. Bitte Vorsicht walten lassen. Was wollen die jetzt von mir? Hab ich nichts dafür. Mal weg hier, ey. Die sind so ätzend, ja. So, ist jetzt Saru? Was ist mit euch? Habt ihr euch jetzt abgeregt? Gut. Also. Oh, Scheiße, nur. Du Fahrer! Hallo? Bin ich schon ganz woanders, oder? Tucker Edwards, könntest du zu Cargo Ops kommen? Ich bräuchte bei den angelieferten Cryokisten mal deine Hilfe. Hey, Tuck? Bist du da? Oh, leck mich, Sam! Mein Job war es, eure Ärsche hierher zu fliegen, nicht sie abzuwischen, sobald wir da sind. Du weißt aber schon, dass du ein fauler Sack bist, Tucker. Ich entstamme einer langen Linie von faulen Säcken, Sam. Lass dir von Sikowski bei deiner Monsterfarm helfen. Der kleine Arschkrieger wird alles tun, um den Commander zu beeindrucken. Diese Mission ist ein Gruppending, Tucker. Und irgendwann wirst auch du mal was fürs Team machen müssen. Irgendwann, Sam. Aber nicht heute. Okay. Muss ich mir nur die Bahn reparieren? Ich genieße Modul, wenn Ihnen die Munition ausgeht. Hier, ich habe diese Aufzeichnung gefunden, als ich auf der Titan Station festsaß. Hey, warte mal. Okay. Wer das hier sieht, sollte aufpassen. Man kann mit Chinese Klingen aus Leichen herausziehen und sie zurückschleudern. Sehen Sie. Sehen Sie. Ich habe diesen Trick schon 3 Stunden überlebt. Gesehen? Einfach zurückschießen. Nein, das... Ja, toll. Aber eigentlich wollte ich das vorlesen. Aber vermutlich habe ich das jetzt selber gelesen auch. Laufen, ne? Oh, da sind wir doch wieder da, wo wir waren, oder?
Waren wir nicht da? Da sind wir hergekommen, ne? Sind da neue Kisten da? Okay. Ach so ist das, wir haben die Fracht hier abgeladen. Oh, du hast deine zwei Ärmchen verloren. Scheiße! Ich hau ab. Das Vieh regeneriert sich! Ich werde dich nicht! Zu dir hab ich dich erwischt, ne? Ciao! Komm mal, klipp. Ich renn zur Nummer zurück. Ich hol mir den da. Sei doch nicht so sauer! Oh, da ist eine Bank. Wo müssen wir hin? Da lang. Mann, gibt's schon gar keine Ruhe. Entschuldigung. Nee, warte mal. Das Ding jetzt verwenden hier. Man kann doch über alles reden, oder? Auch über deine Probleme. Scheiße. Und jetzt da noch. Bleib du mal ruhig. Aber ich hab nichts mehr. Alter Falter. Hallo, mein Freund. Warum kriege ich da nicht? Der Zug wird in Kürze eintreffen. Warum habe ich nicht mehr? Ja, ich hab Geduld, aber die nicht. Nein! Mama, Mama! Ich war doch nur am Lied. Scheiß auf den Zuckerbot. Wir versuchen dich mal auszubremsen. Oh Mann. Der Zug wird in Kürze eintreffen. Bitte haben Sie Geduld. Ja, ich! Geh weg! Ich muss in den Zug! Geh doch weg! Hallo Leute! Hallo Leute! Au! Das tut mir doch weh! Geh weg! Geh doch weg! Nein! Ich war doch schon drin! Ihr blöden Wichser! Das ist gar nicht so einfach. Den einen da habe ich ja ganz gut im Griff, aber dann kommt der andere. Da wo wegen auf Big Boss macht. Achso, ich muss ja drücken. Mann, das gibt's doch nicht, oder? Ich kann ja nicht an anderen fressen hier irgendwie. So, jetzt muss ich aber gehen hier. Der Zug wird in Kürze eintreffen. Bitte haben Sie Geduld.
Ja klar, habe ich Geduld. Lass mich bloß raus hier. Verpiss dich, Alter. Tschüss. Gott, ich hasse diese Dinger. Ich erst. Okay. Ich bin jetzt beim Zug. Offener Halter an der Mittel- und Achternstation. Das Shuttle ist in der Achternstation geparkt. Ist mir scheißegal. Da ist der Kommandoturm. Hey, das ist interessant. Laut Aufzeichnungen wurde eine Reihe nützlicher Werkzeuge und Altmaterialien von einem Lieutenant Tucker Edwards aus dem Lager ausgetragen. Könnte vielleicht einen Blick wert sein. Danke. Wenn ich es mir ansehe, lasse ich es Sie wissen. Boah, schau mal weg von den Drecksviechern rein. Die gehen uns so auf den Sack. Kommandoturm. Okay, wir schauen sich immer um. Aber noch ein Schlüssel. Dieses blöde Spielchen wieder. Was haben wir hier? Tut mir leid, Tucker. Du hast mal hart gehört. Wir haben es hier mit einer Szenario 5-Situation zu tun. Szenario 5? Was zum Henker heißt das überhaupt? Das heißt, dass du sterben musst. Wir alle. Und jetzt nicht schickt er jemanden, der das für uns erledigt. Komm schon, Valerie. Nimm das Ding runter. Tut mir leid. Sie müssen es nicht erfahren. Es tut mir so leid. Mir tut's auch leid, Commander. Und wenn einer dieser Ledernacken kommt, um mich umzulegen, wird's auch ihm leid tun. Okay. Oh, da gibt's noch was. So, haben wir was gesammelt? Okay. Können wir was herstellen? Das sollten wir mal auf jeden Fall eins herstellen. Wir haben nur 19. Eigentlich wollte ich... Nee, da brauchen wir noch ein bisschen Wolfram. Schauen, ob wir das irgendwo herkriegen. Warte mal, ist da nicht. Nehmen wir natürlich mit. Ich sehe dich. Schön für dich. Schätze, du warst clever genug, es durch meine Sperre zu schaffen. Aber bevor du dir selbst auf die Schulter klopfst, solltest du wissen, dass das der leichte Teil war. Wirklich? Der Tag wird noch um einiges schlimmer. Teufel, Alter, bin ich jetzt erschrocken, ey. Was? Himmel, Herr Gabriel. Soldaten, sie sollten hier sicher aufbewahrt werden. Vielleicht denkst du jagst mir eine Kugel in den Schädel, aber ich habe hier in Armee das Gegenteil behauptet. Aha. Das sieht nicht gut aus.
Aua. Hab dich. Und jetzt wird's richtig lustig. Computer, Sprengstoff scharf machen. Und... Ach, bitte. Was ist das für Arschloch, ey? Achtung. Kontamination registriert. Quarantäneabregelung aktiviert. Was siehst du? Das hast du dann schnell gelaufen. Jetzt bist du hingefallen. Ich sehe hier was von der Quarantäneabregelung. Alles okay bei Ihnen? Nichts ist okay. Ich bin eingesperrt. An einer der Wände muss eine Überbrückung sein. Okay. Ich sehe mich dann nach oben, sobald ich... Ich bin angegriffen werde! Wo? Was sind wir hier? Ich wusste schon, dass ihr hier links seid, aber so links. Moment, oder Gott. Aber noch langsam weniger, ha? Na komm her, du Sack. Nein, das will ich doch gar nicht. Ich wollte doch das Ding aufheben. Was macht denn ihr da für Theater, ey? Ich weiß, dass hinter mir was ist. Kannst du dich nicht anstellen wie alle anderen? Aha. Wow. So, wir haben ganz schwer was getroffen. So, was ist das jetzt? Ich hoffe, das ist was. Aufgehoben. Bitte melden Sie diesen Vorgang Ihrem vorgesetzten Offizier. Ja, ich werde mich beschweren, was das da Ihr Zustand ist für Gäste. Was geht ab? Kann ich das Ding da absetzen? Sicher hast du es voll drauf, alles umzulegen, was sich bewegt. Gut, aber dein tolles Arsenal hilft dir jetzt herzlich wenig. Elektrizität kannst du nicht killen. Natürlich kann ich das killen. Ich ziehe dir die Batterie raus. Elenden Glanwichser, ey. Wirklich. Bakker, Edwards hat eine Art elektrische Falle ausgelegt. Sieht nach was selbstgebasteltem mit Kurzstreckentransmitter aus. Okay. Du bist jetzt drüber durchgekommen. Du cheatest doch, ey. Und jetzt? Ich komme noch nicht durch, ne? Ach da. Okay, da ist noch eins. Mann. Was haben wir hier? Einmal nachladen plus Clip. Sollen wir das da vielleicht mitnehmen? Hallo Freunde!
Der ist ja fit. War der im Fitnessstudio oder was? Danke. Hat man so eine Art Gravitationsfeld zurechtgebastelt? Ja, ich seh's. Als es ausgelöst wurde, ist der Energieverbrauch der Umweltsteuerung kurzzeitig ausgeschlagen. Da muss er die Energie abzapfen. Nachladen. Die Umweltsteuerung ist nicht weit von Ihnen entfernt. Pass mal auf, wir können die Koordinaten. Hier das mit. Nachladen und Schaden haben wir hier. Einmal Schaden. Schaden. Nachladen, Clip. Feuerrate und Schaden, nachladen, Schaden. Schaut's ab. Halt, warte mal. Nee, geht noch nicht. Aber noch nicht. Gut. Ich hab keinen Pott. Okay. Das hört sich grausam an. Natürlich. Da waren wir doch schon, oder? Komm näher. Ich hab fast den Clip noch geschwitzt. Was? Meint ihr das, wie ihr scheißen könnt, ey? So, wie kriege ich das jetzt weg? Da hinten. Ah, wie gut, dass wir da was bastelt haben. Okay. Einmal nachladen, bloß Feuerrate, das brauchen wir natürlich nicht. So. Wir müssen da runter. Das ist immer hasse. Oh ja. Oh ja. Das ist schon wieder so ein Kackraum. Das wollte ich jetzt nicht. Muss man hier machen. Das ist jetzt mein voller Ernst. Ich kann mich nicht einfach in die Umweltsteuerung latschen lassen. Warum nicht? Tut mir leid. Aber ich will nicht sterben. Ist doch mir scheißegal. Ich auch nicht. Computer, Sprengstoff scharf machen. Was? Warum? Und zünden. Ich weiß nicht, ob ich hier in einem sicheren Eck bin, aber wahrscheinlich. Was, die mich gleich so schnell wissen, wo ich bin?
Kannst du mal ein bisschen schneller laufen? Das muss ja nicht sein hier, oder? Nein, nicht ein Wörter. Nicht ein Wörter. Au. Ich wusste es. Kontamination registriert. Quarantäneabregelung aktiviert. Der war so schwer zu lokalisieren vom Geräusch. Nein! Geh weg, du hast Mund genug. Reiß deinen Hals aber da. Geht der mir am Sack. Ah, schau. Was muss man hier machen? Hä? Ach so. Ah, da muss man gleich hier finden. Okay, okay. Das geht natürlich so nett, aber so könnte es gehen. Mal schauen, ob hier Kontamination registriert. Quarantäneabregelung aktiviert. Quarantäne aufgehoben. Bitte melden Sie diesen Vorgang Ihrem vorgesetzten Offizier. Und wie ich das melden, du? Sauerei war das. So. Mann. Es gibt aber Beschwerde vom Feinsten. Ja. Bevor wir jetzt hier weitermachen, würde ich mal sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Das Kartönchen hier holen wir noch. Hoppala. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.